das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay. Guten Abend. 2020 werden wir alle nicht vergessen. Bevor wir es gemeinsam abschließen in unserer letzten Sendung für dieses Jahr, blicken wir auf die, ohne die es erst recht nicht zu ertragen gewesen wäre. Auf die Corona-Heldinnen und Helden. Pflegekräfte, die in Heimen todkranken Menschen die Hände hielten. Ärztinnen und Ärzten, ja das gesamte Krankenhauspersonal, das um jedes Leben kämpfte. Frauen und Männer, die für uns draußen waren, um uns zu versorgen, damit wir zu Hause sicherer sind. Menschen, die uns Trost spendeten und die es alle noch immer tun. Sie sind es, deren Wünsche für 2021 wir eingefangen haben, nach diesem verdammten Jahr, das nun bald Geschichte sein wird. Ich wünsche mir auf jeden Fall für nächstes Jahr, dass jeder Impfstoff bekommt und ausreichend da ist und dass sich wirklich sehr viele Menschen impfen lassen, damit wir diese Pandemie echt überstehen und dass ein bisschen Normalität einkehrt. Mein Wunsch für 2021 ist, dass wir alle zusammen wieder umarmen können, grüßen mit Umarmung und Gesundheit für alle, dass die Läden wieder aufmachen können, dass die Leute wieder arbeiten. Das ist mein Wunsch für 2021. Wenn ich mir was wünschen darf für 2021, dann ist es, dass diese Bänke sich hinter mir wieder füllen dürfen. Dass wir keine Abstandshalter und Sperrungen mehr brauchen, sondern dass wir wieder einfach die Kirchentür aufmachen dürfen und die Menschen reinlassen, so wie sie gerade kommen wollen. Und dass wir endlich wieder singen dürfen, das wäre auch echt ein Herzenswunsch. Ich wünsche mir fürs nächste Jahr risikofrei arbeiten zu können, die Kunden ohne Maske zu sehen und sie mit einem Lächeln zu begrüßen. Ich möchte auch gerne frei reisen können, ohne Risiko und einfach tun, was ich möchte, mich mit Freunden treffen, ohne Begrenzungen. Ja, dass wir im neuen Jahr schon bald das Schlimmste hinter uns haben, danach sieht es derzeit nicht aus. Erstmals sind mehr als 1.000 Corona-Tote an einem Tag gemeldet worden. Genau genommen waren es 1.129 Frauen und Männer, die das nächste Jahr nicht mehr erleben werden. Bundesgesundheitsminister Spahn und der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Wieler, schworen uns heute darauf ein, dass es wohl keine baldigen Lockerungen geben wird. Und Achtsamkeit auch 2021 weiter das Wichtigste sei. Robert Holm berichtet. Die Lichtanlage steht schon. Die Absperrzäune auch. Das Jahr hat noch einen Tag. Und wie immer zu dieser Zeit sieht es nach Partyvorbereitung aus, hier am Brandenburger Tor in Berlin. Es ist notwendig, dass dieses das wahrscheinlich ruhigste Silvester werden wird, an das sich Deutschland erinnern kann. Die Party am Brandenburger Tor? Natürlich ohne Publikum. Die Bühnenshow gibt's nur online oder im Fernsehen. Typisch 2020. Genau wie der Auftritt dieser beiden Herren. Und das, was sie schon seit Monaten sagen, gilt auch jetzt für den Jahreswechsel. Verreisen Sie nicht, treffen Sie möglichst nur wenige und wenn, dann nur dieselben Menschen. Und auch im neuen Jahr wird sich an ihrer Haltung erstmal nichts ändern. Ich sehe also nicht, wie wir in dieser Situation zurückkehren können in den Modus vor den Lockdown. Und doch tut sich etwas zum Jahresende. 78.000 Menschen wurden in Deutschland gegen Corona geimpft. Mobile Impfteams und Impfzentren der Bundesländer stehen bereit, um weiterzumachen, wie in dieser Berliner Arena. Aber hier ist erstmal Schluss. Bis Montag wird nicht weiter geimpft. Der Bund hat Lieferschwierigkeiten, die versprochenen Impfstoffe kommen später und die Impfpläne einiger Bundesländer durcheinander. Offensichtlich war das ein Missverständnis von Bundesebene aus, dass sozusagen das, was heute geliefert worden ist, für die erste Januarwoche gerechnet wird. Und das ist natürlich für uns immer sehr schwierig, wenn dann hin und her. Für uns ist aber wichtig, dass Impfstoff kommt. Aber wir brauchen vom Bund eine Verlässlichkeit, um eben auch unsere Zentren und die mobilen Teams vor Ort informieren zu können. Das Bundesgesundheitsministerium hat reagiert, zieht die nächste Impfstoffauslieferung vor. Vom 11. auf den 8. Januar. Davor aber die Zeit zwischen den Jahren. Vor allem in Sachsen eine traurige Zeit. Normalerweise äschert das Krematorium hier in Dresden täglich 50, 60 Verstorbene ein. Im Moment sind es wegen Corona doppelt so viele. Viele Krematorien in Sachsen arbeiten jetzt am Limit. Wir lagern zurzeit Verstorbene in ihren Särgen, in Hallen auf den städtischen Friedhöfen mit Genehmigung des Gesundheitsamtes.
Wir haben andere Krematorien gesucht, die uns helfen, Verstorbene einzuäschern, haben jetzt noch etwas in einem anderen Bundesland. Auch wenn es hier am Brandenburger Tor schon ein bisschen nach Party aussieht, es wird ein ruhiges Silvester. Eine Party hat das Jahr 2020 auch nicht verdient. Dabei wurde 2020 noch so hoffnungsvoll begrüßt. Es scheint eine Ewigkeit her, dass sich Menschen in den Armen lagen und voller guter Wünsche in den Himmel schauten. Das helle Funkeln und laute Knallen, es fällt dieses Jahr aus. Was viele allerdings auch begrüßen, freuen sich doch Tier und Umwelt darüber. Für ein Unternehmen in Nordrhein-Westfalen ist dieses Jahr beruflich gesehen eine komplette Fehlzündung. Wir sind mittendrin in Bielefeld bei einer Feuerwerksfirma, bei der es 2020 düster aussah. Jan Koch. 5, 4, 3, 2, 1. Es bleibt die Erinnerung an einen Himmel voller Feuerlichter auf der Sparrenburg, wo Bielefelder zur Silvesternacht hingehen. Doch dieses Jahr Leere. Leere Innenstadt, leerer Marktplatz. Wenn es 12 schlägt und niemand zur großen Silvesterparty gehen kann, die viele sich gewünscht haben. Eigentlich mit meinen besten Freunden, da wir sonst kaum Möglichkeit haben, zusammenzukommen, hatten wir das schon ziemlich Anfang des Jahres überlegt, zu sagen, okay, wir treffen uns dann Silvester und verbringen das mal zusammen. Fühlt sich das an, dass es nicht geht? Schon schade, aber was will man machen? So, und dann macht man sich's halt so schön, wie es halt gerade geht, in dem Rahmen, was möglich ist. Alleine zu Hause, aber dann mit Freundinnen, wie soll man sagen, über Zoom verbunden, übers Internet. Von daher wird es tatsächlich irgendwie ein kleinen Familienkreise auf der Dachterrasse. Und ich bin mal gespannt, es wird sicherlich der eine oder andere trotzdem böllern, dass man da etwas sieht, aber es ist halt tatsächlich irgendwie sehr still. So still, dass sie darunter leiden. Markus Katterle und Eva-Maria Enzina, sie sind einer der Großen im internationalen Feuerwerksgeschäft, verdienen ihr Geld mit Großveranstaltungen im In- und Ausland. Doch nun heißt es Retourengeschäft, enttäuschte Kunden. Ja, wir sind eigentlich dafür da, Menschen Freude zu machen. Und das wäre jetzt wieder eine Chance gewesen, so in diesem Corona-Grau so ein bisschen Freude zu vermitteln, aber auch das wurde uns genommen und so geht es eigentlich das ganze Jahr. Es ist schon wirklich deprimierend, es ist frustrierend und es nagt auch so langsam an der Motivation. Sowas haben Sie in 30 Jahren Firmengeschichte nicht erlebt. Eigentlich hätten er und seine mehr als 30 festen Mitarbeiter jetzt Silvesterfeuerwerke veranstaltet, auch die großen in Monaco oder Abu Dhabi. Es macht auf der einen Seite traurig, aber es ist auch nicht so, dass ich eine große Wut empfinde oder sowas, weil es wäre völlig falsch, jetzt davon auszugehen, hallo, mir wird jetzt mein Herzblut genommen und ich darf das nicht tun. Es ist schlicht und ergreifend eine Situation, in der wir alle drinstecken. Er zeigt mir sein Lager. In einem Bunker warten 35 Tonnen Material auf bessere Zeiten. Feuerwerkskörper, Leuchtbomben, die den Millionenverlust nächstes Jahr wieder ausgleichen sollen. Es ist mit Sicherheit auch schwierig, ein Team motiviert zu halten. Es ist für die gesamte Branche sehr schwierig. Und es ist ja auch noch nicht absehbar, dass wir im nächsten Jahr jetzt komplett 100% arbeiten können. So dass man sich schon sehr mühen muss, mit seiner Liquidität klarzukommen. Aber 2021 könne nur besser werden, damit nur dieses Silvester ein Silvester ohne Feuerwerk bleibt. In Wuhan soll es morgen ein Feuerwerk geben. Das ist die Millionenstadt in China, in der es vor einem Jahr die ersten gemeldeten Corona-Infektionen gab, ehe das Virus sich über die ganze Welt verbreitete. Dort, wo es begann, griffen die Behörden restriktiv durch, worüber sich viele auf der Welt damals gewundert oder auch empört hatten. Alles machte zu. Über 10 Wochen durften die Menschen in Wuhan nicht auf die Straße. Das Leben stand praktisch still. Und heute? Wimmelt es wieder beim Bummeln und Einkaufen. Offiziell gibt es seit mehreren Monaten in Wuhan keine Neuinfektionen mehr. Ist das der Erfolg eines harten, langen Lockdowns? Tamara Antoni und Sandra Razzo über China und Corona ein Jahr danach. Es sind nur wenige Neuinfektionen. Doch Peking geht in den Notfallmodus, riegelt Wohnanlagen und Stadtviertel ab und testet mehr als 1 Million Menschen. Strengste Lockdowns und Testen, Testen, Testen. Chinas Weg, Corona einzudämmen. Das Land bekommt das Virus so offensichtlich immer wieder schnell in den Griff.
Einkaufsrummel in Peking kurz vor Weihnachten. Social Distancing kein Muss mehr. Selbst Masken sind für draußen nicht mehr vorgeschrieben. Mit der Normalität ist das Selbstbewusstsein gewachsen. Wir waren sehr gut darin, Regeln auszuführen und solidarisch zu sein. Wir waren so gut, weil wir der Gesundheit der Menschen oberste Priorität gegeben haben. Ich bin sehr stolz, in China geboren zu sein. Eingedämmt hat China das Virus mit strengsten Lockdowns. Straßen waren abgeriegelt, Essenslieferungen nur über das Nachbarschaftskomitee möglich. Die Außengrenzen des Landes sind seit dem Frühjahr quasi dicht. Einige Bürgerjournalisten, die Bilder fernab der Propaganda zeigten, werden vermisst. Die Bürgerreporterin Zhang Zhan wurde sogar zu 4 Jahren Haft verurteilt. Kritik ist nicht mehr zu hören. Die Staatsmedien indessen säen Zweifel, dass das Virus tatsächlich aus China gekommen sei. Der deutsche Wissenschaftler Kekulé etwa wurde hier berühmt. Ihm wurde in den Mund gelegt, das Virus stamme nicht aus China. Doch das Zitat, gegen das Kekulé nun vorgeht, war unvollständig. Auch die Regierungssprecherin beteiligt sich an der Umdeutung. Neueste internationale Studien zeigen, dass das Virus erst im Ausland war, bevor es zum Ausbruch in China kam. Erwähnte Studien entsprechen allerdings nicht wissenschaftlichen Standards. 1 Jahr nach Ausbruch der Pandemie, die meisten hier führen wieder ein normales Leben. Und China verbreitet seine eigene Deutung des Geschehens. Und mit China, das nicht nur in der Corona-Pandemie seine eigene Sicht auf die Welt hat, hat die Europäische Union sich grundsätzlich auf ein Investitionsabkommen geeinigt, das vor allem Firmen aus Europa den Zugang zum riesigen Markt des asiatischen Landes erleichtern soll. Immer wieder gibt es von europäischen Unternehmen Beschwerden über rechtliche Behinderungen und unfairen Wettbewerb. 7 Jahre hatten beide Seiten verhandelt, weil das Thema Menschenrechte eine Einigung verhinderte. Nun soll China bei diesem Thema Zugeständnisse gemacht haben. Bleibt abzuwarten, ob Peking auch dafür seine spezielle Auslegung präsentiert. Aus Brüssel berichtet Gudrun Engel. Fässerweise Spezialschmierstoffe. Das Familienunternehmen Bechem aus Hagen stellt chemische Kühl- und Gleitmittel her. Vor 180 Jahren gründete Karl Bechem die erste Ölfabrik Deutschlands. Vor 14 Jahren expandierte die Firma nach China, in einem Joint Venture in der Provinz Liaoning im Nordosten des Landes. Für uns ist China ein Riesenmarkt, ein Riesenpotenzialmarkt. Und für uns besonders interessant, auch als deutsches Unternehmen, natürlich dann auch mit den chinesischen Herstellern, die wir hier in Europa, in den USA, in Nordamerika gar nicht kennen, dann auch direkt ins Geschäft zu kommen. Und das soll künftig leichter werden. Darauf verständigt sich Chinas Präsident Xi heute mit der EU beim neuen Investitionsabkommen. Das hat 3 Schwerpunkte. Einen besseren Marktzugang für europäische Unternehmen in China, gleiche Wettbewerbsbedingungen, chinesische Staatsunternehmen sollen keine Vorteile mehr bekommen. Nachhaltige Entwicklung. China bekennt sich erstmals zu Standards bei Umwelt, Klima und Arbeitsschutz. Das Abkommen ist ein großer Erfolg für die Europäische Union und für Deutschland, aber auch für den freien Welthandel insgesamt. Es ist ein modernes Abkommen. Deutliche Kritik kommt aber von Menschenrechtlern und EU-Parlamentariern, weil etwa in der Provinz Xinjiang immer wieder Menschenrechtsverletzungen an der muslimischen Minderheit der Uiguren festgestellt werden. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass über 500.000 Uiguren Zwangsarbeit in der Baumwollernte verrichten müssen. Und deswegen kann ein Investitionsabkommen nicht abgeschlossen werden, sollte es keine klaren Bekenntnisse zu insbesondere dem Verbot von Zwangsarbeit enthalten. Das EU-Parlament muss dem Abkommen am Ende zustimmen. Tut es das vermutlich nur mit Bauchschmerzen. Denn eines betonen auch China-Kenner ganz klar. Menschenrechtsfragen haben einen Platz in dem Abkommen, aber erst sehr, sehr klein. Das muss allen bewusst sein. Das ist kein Menschenrechtsabkommen. Das ist ein Geschäftsabkommen sozusagen. Aber es ist klar, der Kontrast ist schwierig auszuhalten. Vereinbart ist deshalb auch, 2022 soll überprüft werden, ob das Abkommen funktioniert. Die Firma Bechem will nicht so lange warten und in China weiter expandieren. Wenn man sich das gesamtpolitisch anguckt, sind die Chinesen natürlich schon relativ fokussiert, strukturiert unterwegs. Die haben bestimmte Kernbranchen, die sie fördern.
Und von daher ist das natürlich ein Thema für uns als Unternehmen. Wir wollen da mitmachen, wir wollen vor Ort am Markt mit dran sein. Das neue Investitionsabkommen könnte den Weg dafür freimachen. Das EU-China-Abkommen, ein Vertrag, der gut ist und gleichzeitig schmerzt, so die Meinung unseres langjährigen China-Korrespondenten Marius Schmidt. Es ist ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt für dieses Abkommen, aber besser jetzt als vielleicht nie. Europäische Firmen haben ein ermutigendes Signal, dass der Wettbewerb auf dem chinesischen Markt endlich fairer werden soll. Nun, China hat schon viele Versprechen gebrochen. Aber wenn diesmal den Worten Taten folgen würden, wäre das nach Jahrzehnten der Diskriminierung europäischer Unternehmen ein Erfolg. Pekings Propaganda wird das Abkommen innenpolitisch als Triumph Chinas verkaufen, hämisch grinsend Richtung Washington. Die kommunistische Führung fürchtet ein Anti-China-Bündnis aus Europäischer Union und den USA unter dem künftigen US-Präsidenten Biden und war vermutlich nur deshalb jetzt zu Zugeständnissen bereit. Die EU hat diese Chance genutzt. Das war richtig und es tut doch weh. Denn China wird immer rücksichtsloser, etwa gegen Länder, die es kritisieren, wie Australien wegen der Corona-Vertuschungen oder gegen Regimekritiker wie Hongkongs Demokratieaktivisten. Daran wird auch dieses Abkommen nichts ändern. Passagen etwa zu Gewerkschaften oder dem Verbot von Zwangsarbeit sind schwammig formuliert. Ohne Druck wird sich da nichts verbessern, leider auch nicht die grausame Behandlung der muslimischen Minderheit der Uiguren. Aber so ist leider die Realität. Vieles an Pekings Repressionspolitik macht fassungslos und die EU schaut zu oft kleinlaut zu. Gleichzeitig brauchen wir China. Große Herausforderungen, etwa den Klimawandel, können wir nur gemeinsam lösen. Und vom chinesischen Markt hängt unser Wohlstand nicht unwesentlich ab. Dieses Abkommen nach 7 Jahren ist reine Realpolitik. Mehr ist im Moment mit dem machtbewussten China nicht drin. Aber es ist immerhin ein kleiner Fortschritt. Das Abkommen bedeutet aber auch, die EU muss nun beweisen, dass sie beim Thema Menschenrechte und Werte genauso hartnäckig verhandeln kann wie beim Thema Marktzugang. Die Meinung von Marius Schmidt. Und noch ein weiteres Wirtschaftsabkommen war heute in Brüssel Thema. Die EU-Spitze unterzeichnete den Brexit-Handelspakt mit Großbritannien. Auch aus London kam grünes Licht. Mehr dazu von Thorsten Schröder. Der britische Premierminister Johnson unterschrieb das Abkommen, das die künftigen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen regelt. Zuvor hatte das Unterhaus mit großer Mehrheit zugestimmt. Ablehnung kam vor allem von Liberaldemokraten und schottischen Nationalisten, die gegen den Brexit sind. Der Vertrag ermöglicht einen Handel ohne Zölle und Exportquoten, bedeutet aber für Unternehmen größeren bürokratischen Aufwand. Das Abkommen tritt provisorisch in Kraft, weil das EU-Parlament noch zustimmen muss. Bei einer schweren Explosion am Flughafen der Stadt Aden im Jemen sind mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 50 wurden verletzt, so die Behörden. Ziel waren möglicherweise Mitglieder der neuen jemenitischen Regierung, deren Flugzeug kurz zuvor gelandet war. Sie blieben unverletzt. Regierungsvertreter sprachen von einem Terroranschlag. Im Jemen herrscht seit 2014 Bürgerkrieg zwischen der von Saudi-Arabien unterstützten Regierung und den Houthi-Rebellen. Nach jahrzehntelangem Kampf der Frauenbewegung hat Argentinien das Abtreibungsrecht liberalisiert. In dem katholisch geprägten Land ist es Frauen künftig erlaubt, eine Schwangerschaft bis zur 14. Woche abzubrechen. Zahlreiche Demonstrantinnen jubelten auf den Straßen, als nach dem Unterhaus auch der Senat zustimmte. Schätzungen zufolge brachen bislang jährlich mehrere hunderttausend Argentinierinnen ihre Schwangerschaft heimlich ab. Immer wieder gab es Komplikationen. Die Börsen haben zum Jahresende uneinheitlich geschlossen. Der Dow Jones legte zu auf 30.409 Punkte. Der DAX sank am letzten Handelstag des Jahres in Frankfurt leicht auf 13.718. Trotz der Turbulenzen durch die Corona-Pandemie verbuchte der deutsche Leitindex aber insgesamt ein Jahresplus von 3,5%. Anleger hatten nach umfangreichen Corona-Hilfen und Aussichten auf einen Impfstoff wieder Vertrauen gefasst. Ein Feuerwerk, so mit Knall und Peng, hatten wir ja schon in der Sendung. Donald Becker, genau. Was für ein Feuerwerk zündet denn das Wetter für uns?
Ja, es wird relativ ruhig sein, auch beim Wetter. Wir können uns mal angucken, wie es denn morgen genau um 0 Uhr aussehen wird. Und hier kommt dann noch so ein bisschen Schneeregen ins Spiel, also vom Rheinland dann bis zum Harz, bis zum Thüringer Wald und bis nach Baden-Württemberg. Ganz im Norden gibt es eine Schauerstraße. Ansonsten lockern die Wolken auch mal auf, im Süden Nebelfelder. Und wir haben auch die Temperaturen. Berlin und Hamburg plus 1 Grad, Köln plus 3 und München minus 2 Grad. Jetzt haben wir das Ganze noch bewegt und da können wir nämlich sehr schön sehen, wie hier dieses neue Tief von Westen hereinkommt. In den Frühstunden Regen und Schneeregen mit Glätte oberhalb von spätestens 500 Metern bringen wird. Schneefallgrenze liegt so bei 300 Metern, aber im äußersten Osten und im Süden scheint die Sonne morgen noch längere Zeit. Dort kommt auch erstmal nichts an in Sachen Schnee oder Regen. Und die Tiefstemperaturen gibt es auch genau dort, wo heute Nacht der Himmel länger aufklart. Also wird so von der Lausitz bis runter zum Alpenrand der Fall sein. Dort so 0 bis minus 5 Grad. An der Nordsee zum Teil plus 5 Grad. Die Höchstwerte morgen überwiegend im nasskalten Bereich immer noch zwischen 2 und 6 Grad. Höhere Lagen dann deutlich kühler. Oberhalb von 500 bis 600 Metern gibt es dann den Dauerfrost. Jetzt schauen wir auf den Neujahrstag. Da gibt es hier noch vom Westen bis rauf nach Mecklenburg-Vorpommern etwas Regen und Schneeregen. Im Süden ein paar Nebelfelder. Der Samstag bringt insgesamt ruhiges Hochdruckwetter mit den Nebelfeldern. Und mit diesen Aussichten wünsche ich allen ein gesundes neues Jahr. Ebenso. Danke, Donald Becker. Ja, so, das war's von uns für dieses Jahr. Ich wünsche Ihnen, dass 2021 einfach nur besser, leichter und gesünder wird. Wir sehen uns am Samstagabend wieder. Und wie Durchhaltevermögen geht, das zeigen jetzt Meryl Streep und Tommy Lee Jones nach über 30 Jahren Ehe in Wie beim ersten Mal. Gute Nacht.